Alfred Nesselbach, Ingenieurstudio Hollers, hallo. Mit diesem Video will ich zeigen, wie die neue OOC-Version insbesondere in Bezug auf Schemimport und Export funktioniert, welche Änderungen es hier gegeben hat, welche Fortschritte es hier gegeben hat. Wir sehen hier Flächenmittlungsplan, in diesem Fall Steyr. In einem Übergangszeitraum wird es zwei verschiedene Icons für OOC geben. Das alte Icon und dann ein neues Icon, das man mit dem Kart-Installer sich als OOC 2 hereinladen kann, wo wir die neue OOC-Version starten können. Und die neue OOC-Version, die Oberfläche ist ident, das heißt, da hat sich nichts geändert. Verbesserungen innerhalb, die ich jetzt zeige, sind insbesondere die Shape-Import- und Export-Funktionalität betreffend. Das, was wir hier als besondere Änderung haben, ist, dass wir Shape Import und Export mit einer neuen Schnittstelle machen. Das heißt, es fällt weg, dass wir AutoCAD Map oder dass wir AutoCAD Civil 3D dazu brauchen. Wir brauchen damit auch nicht mehr, wie wir es früher gewohnt sind, mit WarmMap VSpace uns zuerst mit den Leer-Shape-Files verbinden. Das heißt, vorher die Leer-Shape-Files wohin kopieren, dann mit diesen verbinden, ist jetzt nicht mehr notwendig. Sehen wir uns den Shape-Export an. Mit Shape-Export, der Dialog schaut ein wenig anders aus. Wir haben ein Verzeichnis, wo wir hinschreiben wollen und ob bestehende Daten, wenn wir schon welche hingeschrieben haben, überschrieben werden sollen oder nicht. Wenn wir ein anderes Verzeichnis wollen, können wir das hier eintragen oder hier über diesen Dialog auswählen. Dann gibt es ein Quellshape-Verzeichnis. Das sind die Vorlagen, die von Landesverordnung oder von eigener Schnittstellendefinition her vorgegeben sind. Dort haben wir alle Shape-Files, die zu verwenden sind. Früher hatten wir diesen Ordner kopiert in einen temporären Ordner. Den temporären Ordner mit der FTO verbunden brauchen wir nicht mehr. Wenn wir importieren, dann sorgt OOC jetzt dafür, dass von dem Ordner weg in den Ordner kopiert wird und dann diese Daten befüllt werden. Grundsätzlich, wir sind nach wie vor im ISH ACAD ASP.NET, ISH OOC Shape Export Templates und je nachdem, welche Verordnung wir haben oder welche, wo unsere Leer-Shapes sind, müssen wir auswählen. Dann haben wir Gleiches wieder, das heißt, wir können auswählen, ob wir nur bestimmte Shapes befüllen wollen oder alle Shapes befüllen wollen. Wir haben zur Auswahl, welche Konfiguration, welche Schnittstellendefinition befüllt werden soll und klicken auf Start. Hier ist es so, dass die Geschwindigkeit wesentlich anders ist. Wir sehen jetzt im Prinzip, ist er fertig, wofür früher einige Minuten, 10, 15 Minuten gebraucht hatte, um die Berechnungsvorgänge durchzuführen für den Export. Durch das Loslösen von FTO und der Verwendung eines eigenen Shape-Interfaces haben wir uns hier eine deutliche Erleichterung und euch auch geschafft, was die Performance betrifft. Am Anfang wirkt es ein bisschen seltsam, dass er in einer Zeit fertig ist, wo man sich vielleicht überlegt, ist es überhaupt gemacht worden oder abgebrochen. Wir sehen im Prinzip, wenn wir hier jetzt reinschauen, es ist dort, wo wir unseren Ausgabepfad gesetzt hatten, hat er alle Shapes geschrieben. Wir können uns das gleich auch ansehen, das heißt, wir können testhalber sagen, wir holen uns diese jetzt mal in ein anderes Verzeichnis herein, machen mal VSpace dazu auf und verbinden uns zu diesem Verzeichnis. Das heißt, Klick mit Daten verbinden und wollen diesen Ordner da drinnen als Quellordner haben, einfügen, verbinden. Wir können jetzt alles verbinden oder wir sagen, wir wollen nur mal die Flächenwidmung. Widmungsflächen holen wir uns in die Karte herein, machen ein Zoom Grenzen und dann vielleicht noch beim Stil bearbeiten, dass man nur einfach unterschiedlich eingefärbt nach Kennzahl sind. Das ist jetzt keine Darstellung im Sinne der Schnittstelle, sondern man sieht einfach nur, dass wir unterschiedliche Darstellungen haben, beziehungsweise dass auch die Daten entsprechend hier befüllt sind, wo wir die Definitionen bzw. die schriftlichen Ergänzungen dazu haben. Das heißt, das funktioniert mal. Shape Export, damit eigentlich fertig. So, wir sehen uns den Shape Import an. Was muss man dazu tun? Neue Zeichnung starten, wenn möglich natürlich mit den korrekten Einheiten. Und wir starten bitte ohne vorher eine Display Representation zu aktivieren. Starten wir den Import. Der Import ist deswegen ohne Display zu aktivieren, weil sonst das Zeichnen bei jedem Shape
Teil neu regeneriert wird, das wird noch korrigiert, jetzt geht es mal schneller ohne. Das heißt, wir machen das gleiche wieder, wir haben die Chance mit dem Dialog Shape öffnen, dass wir sagen, wo stehen die Shape-Daten, das ist jetzt gerade das Verzeichnis, wo wir hin exportiert haben. Will ich alles haben, will ich nichts haben, will ich nur eine bestimmte, ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Shapefile importieren, wir sagen alle und Import. Am Anfang geht es relativ schnell, das heißt, er liest sich das Shape einfach mal die Strukturen durch, dann importiert er die Daten virtuell mal in den Speicher, evaluiert dann die Objekterkennung, das heißt aufgrund der Konfiguration, welches Objekt gehört entsprechend dieses Shape-Imports wie in das OOC eingefügt, um dann zu erkennen, das ist Wahl- und Wohngebiet und da haben wir die Dichte, da haben wir andere Eigenschaften, je nachdem welcher Objekttyp das ist, die aus der Shape-Schnittstelle noch zuzuweisen sind. Das dauert ein paar Minuten, im Gegensatz zu dem Export, wo wir wissen, dass die Geometrie richtig ist, weil sie ja von OOC kommt, ist es so, dass wir das beim Import nicht wissen. Und genau aus diesem Grunde machen wir beim Import deutlich mehr Prüfungen, damit es nicht nachher zu Überlagerungen oder zu Löchern kommt, damit diese Fehler, soweit es uns vom Programmtechnischen her möglich ist, von vornherein schon ausgeschlossen sind. Nach dem Import wird dann automatisch ein Zoom-Grenzen ausgeführt. Jetzt haben wir die Situation, dass wir sagen, okay, wir können jetzt eine Display Representation aktivieren. Farbe Oberösterreich 2016 und dann die Darstellung regenerieren. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir die Daten importiert aus der Shape-Definition, wie sie in laut Land Oberösterreich vorgeschrieben ist, mit allen Themen, die wir darin brauchen und können damit weiterarbeiten. Natürlich Annotations leider nicht, weil die nicht Bestandteil der Verordnung von Oberösterreich sind. Das zum Thema des Shape Imports, wenn es nach einer Konfiguration geht. Das heißt, wenn wir wissen, wir müssen in einer ganz bestimmten Konfiguration, wie beispielsweise es eine Landesregierung verlangt, in einer bestimmten Struktur importieren und exportieren. Wir haben noch eine andere Variante, die wir eventuell besser nutzen können, wenn es darum geht, dass wir allgemein einen Export machen wollen. Wer es noch nicht kennt, es gibt in der Gruppe OOC-DevEnv noch ein Export-Primitiv. Dazu ist es notwendig, dass die Zeichnung in einem Ordner gespeichert ist, wo wir die Shape-Dateien einfach einstehen lassen können. Das heißt, ich mache es jetzt mal so, dass ich sage, ich speichere das und gebe hier jetzt ein neues Verzeichnis, Neuordner und sage hier OOC Shape Get CZEMF Neuordner OOC SAP Export 2. Dort speichere ich die Zeichnung ab. Hier ist es auch wesentlich zu wissen, welchen Dateinamen wir vergeben, da dieser Dateiname am Anfang der neuen Daten, der neuen Shape-Daten steht. Wenn wir Steuer-FLWI so speichern wir die Zeichnung mit diesem Namen. Wenn wir jetzt den Primitiv-Export machen, werden die Shape-Dateien in diesem Ordner angelegt. Und wir sehen, diese Shape-Dateien starten mit der Steyr-FLWI, so wie die Datei heißt, und dann, so wie in OOC, das entsprechende Thema benannt ist. Wenn wir uns da Themen ansehen wollen, wir haben FLWI-Thema, sehen wir uns an, was steht denn da alles drin, und wir machen dazu eine neue Zeichnung auf, machen dazu Drag and Drop, dass wir es ganz normal sehen, was sich da abspielt, sehen uns die Daten dazu an, das heißt, Datentabelle anzeigen und wir sehen, diese Informationen werden dann automatisiert ausgegeben. Das ist dann das, was einfach im OOC definiert ist, laut der Konfiguration. Diese Spalten werden angelegt, ein paar Spalten dazu, dass wir Fläche und Länge sehen, wenn es berechnet werden soll. Das ist noch deaktiviert. Wir haben einen OOC-Objektnamen. Das heißt, wir wissen, es handelt sich um ein Wohngebiet, ist der Name, wie er hier in der Struktur benannt ist, eine Beschreibung dazu
und dann die einzelnen Attribute, die alle jetzt im Thema Flächenwidmung mit vorkommen können und ausgefüllt sein können. Das heißt, für das Analysieren ist das oftmals die einfache, bessere Methode. Wenn es jetzt darum geht, dass ich sage, ich möchte alle Wohngebiete in Rot eingefärbt haben, dann kann man das sehr leicht mit jedem GIS-Tool machen. Ganz egal, ob das jetzt MAP-FDO ist oder ob das ein anderes GIS-Werkzeug ist. Das heißt, ich mache halt, Entschuldigung, eine Regel hinzufügen, sage, was ist die Regel, die Eigenschaft, OOC Object Name ist gleich, dann sehen wir uns, was gibt es denn da drinnen alles. Wir haben gesagt, wir wollen das Wohngebiet, wollen wir einfärben, und dann sage ich, das ist mal der Filter, und wie soll dann gefärbt werden, wenn es ein Wohngebiet ist, möchte man es in ein Orange beispielsweise haben, und auf die Art und Weise haben wir mit einem schnellen GIS-Export, mit dem Primitiv-Export Shape-Daten erzeugt, die sehr schnell analysierbar sind, ob das QGIS, AutoCAD, MAP oder sonstiges ist. Gut, das heißt, wir sind mit dem Shape-Export deutlich schneller. Beim Shape-Import müssen wir ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil eben dann die Prüfungen dran sind. Bitte darauf achten, dass beim Shape-Import die Aktivierung der Disprep noch nicht eingeschaltet ist, weil es dadurch schneller geht. Bei Fragen jederzeit und gerne Alfred Hess verbleiben. Schöne Zeit.